Hier, das knallt hier aus allen Ecken und Kanten, da brennt alles. 25. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga, Freunde, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal, Leute, denn heute ist Derby-Time. Wir sind bei der Partie Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, Leute, es ist ein unfassbar geiles Spiel. Also ich denke auf jeden Fall, dass es heute auch auf den und auch neben dem Platz ordentlich zur Sache gehen wird. Und ich bin auch mal gespannt, was wir dort erwarten werden. Denn man muss ehrlich sagen, beide Teams haben wirklich sehr, sehr starke Fanlager und eine unglaubliche Rivalität. Wenn wir noch einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle werfen, sehen wir auf jeden Fall, dass Braunschweig auf dem 17. steht und Hannover auf dem 10. Das soll aber nicht heißen, dass sie viel besser sind. So, und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Bilanz der beiden Mannschaften an, die ihr jetzt gerade hier eingeblendet seht. Hier kann man auf jeden Fall schon einige Einsatzkräfte der Polizei sehen. Also Polizeiaufgebot heute ist wirklich sehr, sehr massiv. So, ich musste das jetzt einmal so komplett unter den Bogen laufen. Aber ich glaube, jetzt sind wir jetzt hier langsam richtig. Hier rein, aber ich dachte, wir gehen noch mal ein bisschen gucken, ob wir noch was sehen. Wir trinken die Leute friedlich ein Bierchen. An und dann gehen wir mal rein da. Ich bin jetzt schon drin im Stadion. Hier haben wir einfach den Braunschweig-Bus. Natürlich testen wir jetzt auch noch das Essen hier im Stadion. Wir nehmen auf jeden Fall mal eine Bratwurst. 3,50 haben wir bezahlt. Ja, ich würde so 6 von 10 geben. Die ist nicht so gut. Hier sieht man die Hannover-Fans. Die sind heute alle in Rot gekleidet. Auf jeden Fall der Gästeblock, der ist noch komplett frei. Die werden noch nicht ins Stadion reingelassen. So, erster Blick ins Stadion. Junge, sehr nice. Hier wird unser Platz sein. Ich glaube, da gibt es eine Choreo über das ganze Feld hin. Ja, Leute, ihr habt es gerade schon gesehen, Digga, was da abgeht. Das ist unglaublich, muss man sagen. So unnötig, die treiben die dort rein und Rest lassen die stehen und voll am draufkloppen alles. Schau mal, die tun so gründlich kontrolliert, die lassen immer so 20 Leute rein. Das Spiel beginnt in 25 Minuten. Es dauert ja Ewigkeiten, bis die drin sind. Also guckt euch mal an, wie da mit den Menschen umgegangen wird, also, das ist echt krass. Ich will gar nicht wissen, wer da Kinder zwischen sind, ey. Bengalos aufs Spielfeld. Wie gesagt, das Spiel beginnt schon. Es ist echt krass, was hier abgeht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, sage ich euch. Das ist ja, die sind nicht mal ganz dicht, sind die, ey. Das hat auch nichts mehr mit Derby zu tun. Ich gucke mal, dass ich mich woanders hinsetze. Also das tue ich mir nicht an daneben, ey. Ich sage euch, das ist lebensgefährlich hier. Also die schmeißen da die ganze Zeit die Dinger durch die Gegend. Die Stühle, Bengalos schießen hier aufs Spielfeld. Also was hier abgeht, ist nicht normal. Also sorry, dass ich euch hier ein bisschen wenig vom Spiel zeige, aber das ist ja hier echt nicht mehr normal, ey. So, ich habe mich jetzt mal hier hingestellt. Ey, das ist echt... Digga, die schmeißen da die Polenböller aufs Spielfeld. Die
schießen die Raketen da rein. Also das hat ja mit Sport gar nichts mehr zu tun. Also das ist ja unnormal. Eckball, Braunschweig. Jetzt mal Hannover, am 4. Platz, gut gesehen. Den kriegt er noch. Ah, der ist noch drin, aber ein bisschen ungenau. Also falls euch wundert, wo ich bin, ich stehe unterm Dach. Ah, kann er nicht kontrollieren, das ist eine super Chance geworden. Aber der ist noch. Ecke. Los, los! 25 Minuten gespielt, das war die größte Chance bis jetzt im Spiel für Braunschweig. Die letzte Chance. Boah, gut gesehen. Nein! Was war das? Aber auch diese Rettungstat. Unglaublich stark. Nichts mehr zu tun, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Hier, das knallt hier aus allen Ecken und Kanten, da brennt alles. Der Feuerwerkskörper, der Raketen und der Pyrotechnik ein. Spiel ist unterbrochen. Aber das ist echt. Da fehlen mir echt die Worte. Das hat auch mit Sport nichts zu tun, also mit gar nichts. Das ist doch einfach nur Blödheit des Todes. Guck dir mal an, wir schießen die Raketen hier aufs Spielfeld. Gönn dir ein. Junge, der wird ja mit alles da beworfen. Ja, wir sind gleich Halbzeit. 45 bricht gleich an. 5 Minuten Nachspielzeit. Und damit ist Halbzeit in Braunschweig. 0:0 steht's. So, zweite Halbzeit hat wieder begonnen. Es geht weiter. Wir haben die Braunschweiger so einen Banner aufgehangen. Boah, das ist etwas zu ungenau. Hier fliegen die Vandale schon wieder aufs Spielfeld. Und da. Bitte stellen das Abwenden von Pyrotechnik und Feuerwerkskörper geht wieder ein. Sofort neu. Für den fügt der Braunschweiger Eintracht wieder zu entscheiden zu. Also, bitte. Das Abwenden von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik sofort sein. Danke. Schneller gehen. Es ist wieder keine Mitte-Ecke. Und jetzt die anschließende Ecke für Braunschweig. Ja, die ist ein bisschen zu lang, aber die ist noch. Komm. Sehr gut, wenn es jetzt schnell geht. Oh nein, zu ungenau gespielt. Aber gut durchgesteckt. Jetzt mal auf der anderen Seite Braunschweig. Selbst verteidigen. Oh, sehr gut. Und die anschließende Ecke.
dafür hinterlaufen müssen. Jetzt mal Freistoß, Braunschweig. Vielleicht klappt es in der Standardsituation. Ich muss sagen, zweite Halbzeit, Braunschweig ist ein bisschen besser als Hannover, aber die klaren Chancen, bis auf die eine, die wir da gesehen haben, war jetzt noch nicht so viel. Man muss sagen, Hannover macht jetzt eine Schlüsselstunde mehr fürs Spiel. Hier gibt es erstmal einen gelben Karton. Eine Flanke. Also von Braunschweig kommt echt nicht viel, das ist ja unterirdisch, diese Pässe. Komm Jungs, da geht noch was. Boom. Gibt's doch gar nicht, was eine Chance. 88. Minute gespielt. 0:0 steht es immer noch. So, jetzt Freistoß Braunschweig. 19 Minuten ist angebrochen. Ich habe gesehen, 3 Minuten Nachspielzeit. Ball ist freigegeben. Komm, geht da noch was? Der ist gut. Den kriegt er noch. Komm, zweiter Ball. Ah, komm nicht genau vorbei. Vogelampe, vor der Ecke. Oh. In der 93. Minute fällt dir das 1:0 für Braunschweig. Also krasser geht es mir. Wahnsinn, was hier abgeht, wirklich. Also was mit dem Rennen passiert ist, jetzt überhaupt nicht mehr cool, aber es ist krass. Er wird gleich abpfeifen, das Spiel ist gleich vorbei. Guckt schon auf die Uhr. 1:0 in der letzten Minute, das ist echt krass, was hier passiert.
jetzt vielleicht nochmal. Spiel ist vorbei! Braunschweig schlägt Hannover mit 1:0. Was war das für ein Last-Minute-Tor? Und das im Derby ist unfassbar krass, was hier abging. Also ich muss sagen, es ist an Spannung nicht mehr zu übertreffen. Was da drüben passiert, ist natürlich nicht nice. Die rennen da alles ab, schmeißen alles hin. Aber was soll's, Leute. Ich würde sagen, mit den letzten Bildern verabschiede ich mich. Das war's mit dem Stadion-Vlog. Wenn euch gefallen, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wo ich das sehen soll. Das war's. Danke schön, Chocos. Und schön mit euch.